Servus Leute und herzlich willkommen hier wieder bei Assassin's Creed. Wir sind jetzt gerade hier auf dem Markt, auf dem Kyrenia-Markt, um besser zu sein, um genauer zu sein. Ich würde sagen, wir zeigen euch mal die Vorteile von Rammen. Rammen, das wollte ich eigentlich. Mhm, das klappt ja gut. Nee, also das war Ironie für diejenigen, die es nicht gemerkt haben. Aber egal, wir versuchen jetzt nochmal unsere neuen Kombos. Denn wir haben ja letztes Mal rausgefunden, dass wir Special-Kombos machen können. Die sind natürlich auch cool, aber wir können Special-Kombos machen, wenn die gerade aufstehen. Deshalb werfen wir den jetzt einfach mal gegen die Wand. Warten, bis er aufsteht. Nee, das war jetzt nicht die Special-Kombo. Die ist immer noch cool, aber ist auch nicht die Special-Kombo. So, und jetzt? Das war zu früh. Das war eindeutig zu früh, aber egal. Wir haben sie abgeschüttelt. Ich sag, wo du hinläufst, verdammt. Guck, und so kann man weggraben. Pam! Weg damit. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's auf den Markt hier. Und endlich mal... Oh, Moment. Nee, willst du das vorher machen? Hier ist der Assassin. Ja, hol dir erstmal beim Messer raus, du Depp. Oh, Hammer! Oh, ich liebe diese Szene. Ich habe ein kleines Messer. Assassine, hier ist ein Assassine. Und dann genau der Spruch, Alter. Ich glaub's nicht. Auf jeden Fall haben wir einen geilen Headshot gegeben. So wie sich das gehört. Boah, der war mies, der war mies, muss man echt sagen. Hallo. Ha, ching. Verdammt, ey, ich wollte schon wieder einen coolen Trick machen, aber irgendwie klappt das auch nur manchmal, ne? What? Der sticht die so ab. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Es geht nicht so. Wo glaubst du, bist du hier? In den Westen? Hallo? Mein Hallo? Geht's noch? Zack, zack. Ist ja unmenschlich, was die hier bringen. Ergreift den Assassin! Ergreift den Assassin. Auch der? Was macht der? Ich hätte gern die andere Waffe behalten, du tolles Auto-Dings. Das ist der Schrott an Automatik. Du denkst noch, du hast was anderes und dann kommen die... Nee, 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 nee. Und, na egal, es war ein bisschen zu früh, aber wenigstens haben wir so. What? Leck, Alter. Das hatten wir auch noch nie, dass es hier leckt. Aber gut, war ja nur kurz. Ich denke, es zu verkraften. Und da leckt schon wieder. What the fuck? Nee, kommt noch, nö. Da verliert man sogar auch Leben durch, wenn man Pech hat. Man kann einen Typen totschubsen. So doll gegen die Wand. Dass der einfach mal drauf geht. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich wirklich mal aufpassen hier. Kein Problem. Und? Kein Problem! Das wird kein gutes Ende nehmen. Ha! Der ist mir sympathisch. Der steht hinten. Ein Assassine tötet ihn! Und dann... Verdammt! Mano! So ein Mist. Dahin rennt er. Oh, und ich renne hier oben. Oh, episch. Ich gebe zu, es war ungewollt, dass wir hier oben rennen. Hopp, 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 spring. 100. Oh, jetzt rennt er schon wieder weiter. Fliegen, ja, gerade noch fliegen sagen und dann... Was? Verdammt, das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, ist ja gut, Alter. Erstmal will ich die Waffe. Kapiert. Dann jetzt einfach nicht da hoch, sondern dem einfach folgen. Einfach simpel und einfach ist das mal. Nein. Was mag er haben? Ich habe Probleme mit dem Typ, der da vorne wegrennt. Ah, sehr schön. Gut.
Ich würde sagen, es war knapp. War knapp, aber... aber hat ja alles gepasst. Gut, dann konnten wir wenigstens 2 von 3 retten. Ne, Moment, der auf dem Flock lag, den haben wir auch gerettet. Insofern, ja, ist doch ganz in Ordnung. Da muss ich nicht beschweren und auf geht's, zurück zum Unterschlupf. Die Piraten geben einem wenigstens 2 Münzen. Die Deppen hier geben einem gar nichts. Deswegen mag ich die eigentlich auch erheblich weniger. Ich meine, Piraten nerven auch noch auf die Dauer, aber... die geben einem wenigstens 6 Münzen. Das finde ich den entscheidenden Unterschied. Was guckt denn daraus? Ach nun. Ihr seid ein Narr. Geht doch heulen. Okay. Da hinten sehe ich gerade, ist noch eine Nebenmission. Die lassen wir natürlich nicht hängen, sondern machen die gerade mit noch hier. Weil, was machen Nebenmissionen? Richtig, die geben Geld. Und was bin ich? Richtig geldgeil. Ist doch klar. Boah, das war aber nicht nett. Ich dachte, der guckt wenigstens zu mir. Normal im Rückenfall ist ja nicht so cool. Okay, ja, ich sag's noch und mach's genau nochmal. Aber egal, das zählt nicht. Hüpf, 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 was kann ich für dich tun? Diese Barbarei muss enden. Ein diebischer Kreuzritter hat das Geld meiner Schwester gestohlen. Bitte nehmt in meinem Namen Rache, denn ich bin zu erschüttert. Er ist zu erschüttert, deswegen kann er jetzt gerade keine Rache nehmen. Ist ganz klar. Nicht weil irgendwie er Angst hat oder so, dass er drauf geht. Nee, nee, nee. Sondern weil er ist erschüttert, wisst ihr? Das könnt ihr euch mal vorstellen. Stellt euch mal vor. Welcher ist es denn? Kein Problem. Auf jeden Fall. Ja, das war jetzt echt simpel. Das Geld sack ich jetzt ein hier. Wer ist dafür verantwortlich? Ich nicht. Hallo, ich nicht. Hört mir einer zu. Ich hab mir echt keinen. Haha! Der da hinten, habt ihr den gerade gesehen? Der war lustig. Okay, auf jeden Fall. Jetzt mach doch deine Special Combo. Ich weiß gar nicht, wie ich die mache. Hier weiß ich wenigstens, wie ich so meine Special Combos mache. So viele sind jetzt auch nicht. Ich hier auswendig lernen muss. Ich heb mal hier eine Runde was auf. Lasst euch nicht irritieren. Cool. Aber das sind ja auch die etwas besseren Templer. Von denen kriege ich auch Geld. Nur von den einfachen Soldaten kriege ich gar nichts. Ah, diese Kombo ist einfach zu episch. Okay, auf jeden Fall, jetzt Geld darf ich jetzt natürlich nicht behalten, sondern ich muss es dem erschütterten Mann zurückgeben. Ja, ganz klar, ne? So, da bin ich wieder und wieder ein kleiner Cut, weil es schon wieder abgekackt. Ich weiß auch nicht genau, warum das so ist, aber ich musste gerade 2-mal die ganze blöde Marktmission neu machen und das hat schon tierisch genervt, aber egal. Jetzt sind wir wieder hier und haben gerade nochmal den Typ getötet und so weiter und so fort. Jetzt können wir endlich die Mission abgeben. Und ich bin glücklich darüber. Ach ja, gut, endlich mal. Tatsächlich so behende, wie man sagt. Erstklassige Arbeit. Bitteschön. Nice. 500 bronzene Templermünzen gesammelt. Auf jeden Fall sehr schön. Und, ja, dann würde ich sagen... da gibt's noch eine silberne. Gehen wir direkt mal wieder in Unterschlupf. Ich muss echt mal gucken, warum das immer so abkackt. Ich... kann auch noch mal gucken, ob ich einfach zwischendurch ein paar mehr Cuts mache, beziehungsweise eben dann speichere oder so. Aber irgendwie nervt es halt schon, weil ich speichere ich immer, wenn ich ein Part fertig habe. Und dann muss ich eben aber immer, wenn es irgendwie bei 8 Minuten laggt oder so, dann muss ich halt bei bis zu den 8 Minuten spielen. Und wenn es dann kurz nicht klappt oder was auch immer und dann nochmal laggt und dann habe ich echt Probleme und dann nervt das tierisch. Ich konnte nicht alle eure Leute finden, Markus. Sie könnten noch eingesperrt sein. Im Gefängnis am Hafen oder in Buffavento. Es wäre gut, das herauszufinden. Wir haben nicht viel Zeit. Viele der Wärter ertränkten ihren Kummer nach einem schweren Dienst abends im Hafenbezirk. Vielleicht findet ihr dort Informationen. Noch kein Zeichen von Maria? Nein. Glaubt ihr, sie vermisst eure Gesellschaft? Vielleicht, wenn sie mehr über ihre alten Freunde herausfindet. Trefft mich später vor den Toren von Buffavento. Oh, vermisst sie mich schon, das ist aber rührend, oder? Verhört den Gefängniswärter. Gott, ist auch ein bisschen spackisch hier. Nun gut, auf jeden Fall.
Ich würde sagen, auf geht's. Gefängnis willkommen. Irgendwie immer, man muss hier immer rausgehen irgendwie. Also ich meine, klar, man kann auch direkt umkehren und dann woanders lang springen, aber irgendwie, es bietet sich so mega gut an da. Und deshalb mache ich das irgendwie immer, standardmäßig. Laufe ich immer da über dieses, ja, jetzt schon auch schon wieder zu lang her, über diese komische Holzplanke, die da so rumschwebt, sag ich jetzt mal. Und willkommen am Kyrenia Hafen, würde ich sagen. Und das erste, was wir jetzt hier machen, ist natürlich der Ausguck mal wieder. Der sieht irgendwie ziemlich genau gleich aus wie der andere Hafen. Aber das wird uns doch öfter begegnen hier. Denn sie haben jetzt nicht für jede Stadt komplett neue Gebäude entworfen, sondern sind meistens dann nur anders gestellt oder sonst was. Aber die Gebäude sind vom Groben her gleich, was ich jetzt auch in Ordnung finde. Ich meine, es ist jetzt hier kein Hardcore gutes Spiel, würde ich jetzt mal sagen, von dem Aufwand her. Also jetzt nichts gegen das Spiel oder so, aber ich meine zum Beispiel die Leuchtturm, warum sollen wir da jetzt einen komplett neuen Leuchtturm bauen? Ist doch in Ordnung. Pam! Der muss sich immer eigentlich die ganzen... Da muss ich so viel brechen da eigentlich. Na egal. Über die Logik reden wir jetzt gar nicht von dem Spiel, denn da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich auch, wo du hinläufst. Der war so freundlich hier. Ach so schön. So wundervoll. Den muss ich hauen. Nichts verloren. Wollt ihr mir etwa drohen? Pam! Was ist denn nicht gefahren? Macht so weiter und ihr werdet es bereuen. Ihr wisst ja gar nicht, wie man damit umgeht. Aber Hauptsache, die labern komplett anderen Mist. Hallo? Hä? Wie? Achso, ich darf gar nicht auffallen, ne? Na gut, okay. Gehen wir auch noch hin. Nicht hängen bleiben. Jetzt müssen wir so blöd rumschleichen, ich schwör's euch. Ach komm, warum steht denn da jetzt auch der, ey? Na okay. Ich weiß, wie ich es jetzt mache. Und zwar mache ich es jetzt ganz simpel. Und zwar töte ich jetzt einfach gar keinen. Okay, die töte ich noch alle. Weil die nerven mich. Woher kommen die überhaupt immer? Das ist auch so eine Frage. Weil da steht einer entdeckt einen, dann ruft der und dann auf einmal pam, 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 alle da. Oh, oh. Wie mache ich das? Ich weiß es echt nicht. Überfragt. Auf jeden Fall sieht es richtig cool aus. So, letzter Versuch jetzt für den Part. Bla bla bla. Und ich würde sagen, bis sie mich im Visier haben, kann ich ja noch. Ich kann nochmal laufen. Ich darf nur kein Anrempeln, das ist etwas wichtig. Kann schon mal die Faust auswählen. Und jetzt geht er ganz zufällig. Wie eigentlich immer in so ein ganz Hintereck. Was natürlich automatisch aus Versehen perfekt zum Verhören ist. Okay, machen wir es hier. Memme, du willst kämpfen? Dann zeig dein Gesicht. Vergebt mir, Wachtmeister. Der Wein ist mir zu Kopf gestiegen. Ihr ähnelt dem Mann, der mir die Arbeit nahm. Hä? Wo warst du stationiert? In der Kapelle bei Bufavento. Bis Bouchard mich beim Trinken erwischte. Oh, das ist eine Schinderei mit dem alten Orakel, ne? Ich arbeite im Hafengefängnis und passe auf diese Rebellenschweine auf. Ah, die sind noch da? Klar, und die kommen auch nicht raus. Nur ein Templer hat den Schlüssel. Ein Kerl am Kreuzrittervorposten. Wenn er den verliert, müssen die Bastarde im Kerker verrotten. Das können wir nicht zulassen, oder? Tja, und mit diesen letzten Worten würde ich einfach nochmal sagen, danke fürs Zuschauen, hoffe, hat euch gefallen. Jetzt müssen wir die Schlüssel stehlen und die ganzen restlichen Bastarde, zitiert, befreien. Und ich würde sagen, ja, danke nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!